Willkommen in Summer Islands. Fangen wir gleich an. Bau einen Hafen oder einen Flughafen. Baue ein Hotel. Verbinde deine Gebäude mit Straßen. Benutze das Terraforming-Tool, wenn das Gelände nicht passt. Soweit so gut. Weiter geht's. Öffne den Shop. Auf der linken Seite sind die Massentouristen, auf der rechten Seite die Luxustouristen. Die grünen Pläne kannst du dir leisten, aber für die roten hast du nicht genug Geld. Wechsel in das Gebäudepräferenzmenü und das kannst du genau sehen, was Touristen in der Umgebung mögen und was nicht. Zum Beispiel schläft kein Tourist gerne neben einem Flughafen. Wähle dein Hotel aus, schau dir an, was sie bevorzugen und baue alles, was ihnen gefällt. Klicke auf das Hotel, um zu sehen, wie groß dein Bonus-Malus-Bereich ist. Die Icons im Baumenü zeigen dir spezielle Eigenschaften des Gebäudes. Gebäude mit Fuß-Icon können Touristen ohne eine direkte Straßenverbindung erreichen. Es muss nur eine Straße in der weißen Umrandung sein. Beginnen wir mit dem Management des Paradieses. Öffne das Finanzmenü und schalte etwas Werbung. Für mehr Werbung brauchen wir Unterstützung. Öffne den Tab-Berater und sieh dir an, was sie für dich tun können. Für mehr Werbung? Stelle eine PR-Managerin ein. Erhöhe die Werbung. Der rote Warnhinweis unten zeigt dir Katastrophen an, hab einen Blick darauf. Im Finanzmenü kannst du dich auch gegen diese Katastrophen versichern. Oder der Wetterfrosch sagt dir, wo die nächsten Katastrophen auf dich zukommen. Schau ins Finanzmenü, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Alles, was du zum Gewinnen brauchst, neben Quests und Awards findest du im Sternmenü. Jetzt bist du bereit, dein eigenes Paradies zu bauen.